welcome everyone. We are from the network Disarm Rheinmetall. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz besonders freuen wir uns über die Menschen aus Unterlies und auch die weit Angereisten aus Sardinien und Südafrika. Schön, dass wir uns über Grenzen hinweg zusammengefunden haben, um Rheinmetall gemeinsam zu entwaffnen. Hinter uns liegt eine Woche Camp mit Workshops, Plenar, Aktionen und Vernetzung. Eine Woche Camp, die von vielen Menschen möglich gemacht wurde. Menschen unterschiedlicher Generationen, aus verschiedenen Kontexten, mit diversen Perspektiven. Diese Vielfalt lässt uns als antimilitaristische Bewegung wachsen. Wir sind vom Bündnis Rheinmetall entwaffnen. Das Bündnis hat sich letztes Jahr als Reaktion auf den türkischen Angriffskrieg auf Afrin gegründet. Hier waren Panzer von Rheinmetall an Repression, Vertreibung und Mord beteiligt. Weltweit sterben täglich Menschen in bewaffneten Konflikten, Kriegen und auf der Flucht. In Jemen herrscht seit Jahren Krieg, laut UN die größte humanitäre Katastrophe der Welt. Die Demokratische Konföderation Nordsyrien ist weiterhin insbesondere durch die Türkei bedroht. Europas Außengrenzen werden immer tödlicher. Emanzipatorische Bewegungen werden brutal niedergeschlagen durch zunehmend militarisierte Polizei. Deutsche Waffen und Technik sind Teil von Mord, Vertreibung und Repression. Deutsche Politik winkt fast alle Waffendeals durch. Die Europäische Union wird zunehmend militarisiert. Deutsche Rüstungskonzerne profitieren. Menschenrechte spielen keine Rolle. Rheinmetall ist das größte deutsche Rüstungsunternehmen. 2018 steigerte das Unternehmen seine Umsätze im Rüstungsbereich um 8%. Der Wachstum basiert unter anderem auf Waffenlieferungen an Staaten, die in jedem Krieg beteiligt sind. Die wenigen Rüstungsauflagen werden aktiv umgangen, beispielsweise über Tochterfirmen auf Sardinien und in Südafrika. Insgesamt hat Rheinmetall 120 Standorte weltweit. Sie exportieren auch ganze Munitionsfabriken, beispielsweise an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Krieg führt zu Flucht. Zurzeit sind mehr Menschen auf der Flucht als je zuvor. Auch davon profitiert Rheinmetall mit biometrischen Grenzanlagen, an Grenzen einsatzbaren Panzern und Abhörsystemen beteiligen sie sich an der Externalisierung europäischer Außengrenzen. Besonders betroffen vom Krieg sind Frauen, Lesben, Trans, Inter- und non-binäre Menschen, abgekürzt FLINT. Sexualisierte Gewalt richtet sich vor allem gegen FLINT-Personen und ist Bestandteil jeden Krieges. Krieg produziert Armut, von der sie besonders betroffen sind. Im Militär wird Männlichkeit zelebriert. Es zählen nur Gehorsam, Disziplin, Gefühlslosigkeit und Härte. Und schmerzt zu wissen, dass täglich Menschen ihr Zuhause und ihre Zukunft genommen wird. Uns tut es weh, dass Familien und FreundInnen auseinandergerissen werden und Menschen nahe Menschen verlieren. Uns macht es traurig und wütend, dass Menschen Verletzungen erfahren und ermordet werden. Wir können dazu nicht schweigen. Darum sind wir hier, hier in Unterlüß, dem Sitz vom Rheinmetall Waffe Munition, dem Produktionsort der Waffenanlage für den Leopard 2-Panzer, der von der Türkei im Angriffskrieg gegen Afrin eingesetzt wurde. Dem Produktionsort von der 350 Puma-Schützenpanzer, die die Bundeswehr bestellt hat. Dem Produktionsort von 32.000 Artilleriegeschossen, 11.000 weiteren Geschossen, Laserwaffenstationen und Munition. Wir sind auch hier wegen der militarisierten Umgebung, die es hier gibt. Hier ganz in der Nähe ist der größte Heeresstandort der Bundeswehr, Munster, und der NATO-Truppenübungsplatz Bergen. Und auch in ungefähr 100 Kilometer Entfernung liegt das Gruppenübungszentrum Gütz, wo in den Jahren vor diesem Camp das Rostatz-Hirsch-Camp stattgefunden hat. Auf dem Camp haben wir uns vernetzt. Wir haben uns mit feministischer Organisierung und Militärkritik mit Praxis und Theorie der Demokratischen Konföderation Nordostsyrien, den Produktionsstandorten in Unterlüß, Sardinien und Südafrika und vielem mehr beschäftigt. Es wurde der Truppenübungsplatz Bergen besucht, an dem eine BürgerInneninitiative seit Jahren versucht, ein Biosphärenreservat
bis dahin umzuwandeln. Dem per Fahndung gesuchten Kriegsverbrecher und Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger, haben wir einen Besuch abgestattet. Wir haben der ZwangsarbeiterInnen gedacht, die Rheinmetall während des Zweiten Weltkriegs für die Kriegsproduktion ausbeutete, und einen Gedenkstein gelegt. Zwei Tage haben wir erfolgreich die Produktion von Rheinmetall-Waffenmunition blockiert. Und heute sind wir hier und gehen gemeinsam gegen Rüstungsproduktion und für eine friedliche Welt auf die Straße. In den nächsten Tagen verstreuen wir uns wieder in alle Richtungen, gefüllt mit neuen Begegnungen, Ideen, Wissen und Motivation. Wir werden den KriegstreiberInnen und KriegsprofiteurInnen keine Ruhe lassen. Helfen wir gemeinsam für eine emanzipatorische, solidarische und friedliche Welt. Ohne Krieg, Rüstung und Abschottung. Lasst uns Rheinmetall entwaffnen.